Hi Leute, ich bin Feather und eigentlich sehe ich aus wie jede andere 16-Jährige, nicht wahr? Dabei ist mein Leben als Teenager alles andere als gewöhnlich. Denn ich habe Hämophilie, eine seltene Krankheit, bei der mein Blut nicht richtig gerinnt, sodass schon ein einfacher Kratzer tödlich für mich sein kann. Meine Eltern machen sich solche Sorgen darüber, dass ich mich verletzen könnte, dass sie mich sicher in dieser Villa eingeschlossen halten. Tatsächlich habe ich sie noch nie verlassen. Geld ist für sie kein Problem, denn ihnen gehört dieser riesige Energiekonzern. Und um mich dafür zu entschädigen, dass ich nicht nach draußen gehen kann, sorgen sie dafür, dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche. Mein riesiges Spielzimmer ist ziemlich cool, oder? Und nicht nur das, ich habe auch ein Ankleidezimmer mit hunderten von süßen Lolita-Outfits. Und eine riesige Speisekammer voller meiner Lieblingssnacks, die ich jederzeit genießen kann. Wie ihr seht, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Außer darüber, dass es manchmal ein bisschen einsam wird. Bis ich eines Morgens von einem kreischenden Geräusch geweckt wurde, das von der unteren Etage kam. Soll das ein Witz sein? Willst du mir damit die Kehle verbrennen oder was? Was ist denn hier los? Ich ging hinüber ins Wohnzimmer und war verblüfft, ein Mädchen zu sehen, das sie sich auf unserer Couch gemütlich gemacht hat. Ich versuchte immer noch herauszufinden, wer sie war, als sie plötzlich sagte: Du da an der Tür, hol mir ein Glas kühles Wasser. Sofort. Verblüfft ging ich instinktiv zu ihr und holte ihr Wasser. Dann sah das Mädchen endlich auf und schien erschrocken, mich zu sehen. Oh je, das tut mir furchtbar leid. Ich dachte, du wärst nur eines der Dienstmädchen. Es stellte sich heraus, dass sie Katie hieß und die Tochter von Mr. und Mrs. Forger, den beiden Wissenschaftlern, die mit dem Unternehmen unserer Familie zusammenarbeiteten, war. Meine Eltern hatten sie bei uns untergebracht, um die Forschung an dem bevorstehenden Projekt zu unterstützen. Als ich ihr von meinem Leben und meiner Krankheit erzählte, schien sie sehr überrascht zu sein. Oh, Feather, es ist, als würdest du in deiner eigenen kleinen Welt leben. Es gibt doch schon fliegende Autos und Zeitmaschinen haben sie auch gerade erfunden. Du verpasst so viel. Wirklich? Wie kommt es, dass mir niemand davon erzählt hat? War doch nur ein Scherz, Dummerchen. Du hast nicht gescherzt, dass du diesen Ort nicht verlassen kannst, oder? Dann fing sie an, mir von einigen ihrer Lieblingsbeschäftigungen in der Welt da draußen zu erzählen. Wie zum Beispiel die neuesten Filme im Kino anzuschauen. Ins Einkaufszentrum zu gehen, wo sie Dinge anprobieren konnte, bevor sie sie kaufte. Oder all die tollen Festivals zu besuchen. Das klang alles so cool. Wir unterhielten uns lange und dann zeigte ich Katie das Haus. Ihre Reaktion, als sie mein Ankleidezimmer und das Spielzimmer sah, war wirklich unbezahlbar. Von da an verbrachte ich viel Zeit mit Katie. Aber am liebsten waren mir ihre Geschichten über die Schule, wo sie neue Dinge lernte und viele Freunde hatte. Als Katie meinen aufgeregten Gesichtsausdruck sah, schlug sie mir sofort vor, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, ob ich das vielleicht selbst erleben dürfte. Eigentlich konnte es ja nicht schaden, es wenigstens zu versuchen, oder? Also nahm ich beim Abendessen meinen Mut zusammen. Mama, Papa, ich will zur Schule gehen. Ich verstehe, dass ihr euch Sorgen um mich macht, also wird Katie mitkommen und mich beschützen. Stimmt's, Katie? Oh, ja, natürlich. Heather ist in guten Händen, Mr. und Mrs. Adams. Meine Eltern schienen sehr zu zögern, aber nach einer Menge Überredungskunst stimmten sie schließlich mit der Bedingung zu, dass wir auf die renommierteste Schule des Staates gingen und unseren eigenen Chauffeur bekamen. Was Katie angeht, um Zwischenfälle zu vermeiden, schlage ich vor, dass du die langen Nägel und den Schmuck ablegst, Katie. Nach dem Abendessen gingen wir zurück in mein Zimmer und ich konnte meine Aufregung nicht verbergen. Juhu, wir werden bald zusammen zur Schule gehen. Was soll ich vorbereiten? Was würdest du mir empfehlen? Aber dann bemerkte ich, dass Katie traurig auf ihre frisch lackierten Nägel starrte. Es tut mir so leid, Katie. Kann ich irgendetwas tun, um es wieder gut zu machen? Ist schon gut, Feather. Das Wichtigste ist, dass du zur Schule gehen kannst und ich freue mich so für dich. Es ist sowieso Schlafenszeit. Ich werde jetzt zurück in mein Zimmer gehen. Ich habe so ein Glück, eine Freundin wie sie zu haben. Während ich meinen Gedanken nachhing, schreckte mich eine bekannte Stimme auf. Hey, ich habe gehört, dass ihr beide zur Schule geht. Bist du sicher, dass es sicher ist? Katie scheint nicht sehr vertrauenswürdig zu sein. Das geht dich gar nichts an. Du bist nur eifersüchtig, dass ich eine neue Freundin gefunden habe, während du immer noch einsam bist, nicht wahr? Falls ihr euch fragt, wer das ist, dieser Typ ist Liam, der Sohn des Butlers. Er war in meiner Kindheit mein bester Freund und kam jeden Tag zum Hausunterricht und um Zeit mit mir zu verbringen. Aber wir hatten einen belanglosen Streit und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, zumindest bis jetzt nicht. Er wollte gerade noch etwas sagen, aber ich schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Ich wollte mir nicht von ihm die Laune verderben lassen. Ich muss jetzt an meinen Schultag denken, der bald ansteht. Das ist so aufregend, ich kann es kaum erwarten. Ab heute gehen wir auf die Edgewood High. Also ich habe beschlossen, mein Lieblings-Lolita-Kleid zu tragen, wie Katie vorgeschlagen hat. Und das hätte ich fast vergessen, Mr. Freddy.
Er ist seit meiner Kindheit mein bester Freund und natürlich musste er mich an diesem großen Tag begleiten. Katie meinte auch, ich solle ihnen allen vorstellen, so würde ich schneller neue Freunde finden. Das war eine geniale Idee. Wow, wir sind endlich da. Hey Katie, wie finden wir unsere Spinde? Hey Katie, wann gibt es Mittagessen? Hey Katie, weißt du, wer uns unterrichten wird? Oh mein Gott, Feather. Hör auf zu fragen und starren schon alle an. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir neu sind. Hi, ich bin Feather. Oder vielleicht liegt es an deinem extravaganten Outfit. Bevor ich etwas sagen konnte, meldete sich jemand zu Wort. Das ist aber ein schönes Kleid. Oh, du hast recht, sie scheinen mein Kleid zu mögen. Ich wartete, bis alle im Raum zur Ruhe gekommen waren und stellte mich dann selbstbewusst vor. Hallo, ich bin Feather und das ist mein bester Freund, Mr. Freddy. Sobald die anderen Mr. Freddy sahen, brachen alle in Gelächter aus. Ich wusste nicht, was so lustig war, also lachte ich einfach nur peinlich berührt mit. Nach dem Unterricht fragte ich Katie, warum unsere Mitschüler vorhin gelacht haben. Und was sie mir erzählte, war unglaublich. Sie machten sich über mich lustig. Es ist so traurig zu wissen, aber ich denke, nicht jeder kann so nett sein wie Katie. Sie hat mir auch gesagt, dass ich mich das nächste Mal legerer kleiden soll, um weniger unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Das ärgert mich zwar ein bisschen, aber ich muss wohl tun, was das Beste ist. Also hörte ich auf Katies Rat und trug das ausgefallene Kleid am nächsten Tag nicht mehr. Genau wie sie gesagt hatte, hörten die Leute tatsächlich auf, mich anzustarren. Hier, nimm die. Du siehst wirklich gut aus, wenn du die Bücher hältst. Hä? Das klingt irgendwie seltsam. Aber das ist schon in Ordnung. Sie wollte wahrscheinlich meine Hilfe, war aber zu schüchtern, um zu fragen. Nach dem morgendlichen Unterricht ging ich los, um einen Haufen Lutscher zu kaufen. Und offenbar kam das Katie komisch vor. Also erzählte ich ihr, dass Lutscher mein spezielles Mittel gegen Angst sind. Die Leute hier scheinen ziemlich voreingenommen zu sein, was mich ein bisschen beunruhigt. Willst du einen? Ach du Arme, aber nein, danke. Übrigens, ich werde heute mit David zum Mittag essen. Du weißt schon, der süße Sportler aus dem Mathekurs. Also bist du heute Mittag allein, okay? Dann ging sie schnell weg, ohne auf meine Antwort zu warten. Ich wusste gar nicht, dass es so langweilig sein konnte, allein zu essen. Jeder hat seine eigene Gruppe, außer dieser eine Typ, der einen Kapuzenpulli und eine Maske trägt. Hi, kann ich mich zu dir setzen? Aber er antwortete nicht einmal, sondern stand einfach nur auf und setzte sich woanders hin. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich spürte, wie mich die Angst überkam und nahm sofort einen Lutscher, um mich zu beruhigen. Durch den Lutscher fühlte ich mich gleich viel besser, aber plötzlich riss ihn mir jemand aus der Hand. Ich rannte der Person hinterher, aber stolperte über einen Fuß und fiel dann hart auf den Boden. Panisch brach ich in Tränen aus und hörte den Kerl, der mir die Süßigkeiten wegnahm, sagen: Haha, Feather ist ein Kleinkind. Dann lachten mich wieder alle aus. Zum Glück meldete sich ein Typ zu Wort. Hört auf mit dem Unsinn. Was macht ihr, wenn sie verletzt ist? Warte, das ist doch der komische Typ vom Mittagessen. Er sah nach mir, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war und ging dann leise zu seinem Platz zurück. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, nach seinem Namen zu fragen, bevor die Lehrerin hereinkam. Dieser Typ war so seltsam. Aber eine Sache verstand ich nicht. Warum lachte Katie auch? Zu Hause angekommen, kam Katie zu mir ins Spielzimmer und ich befragte sie zu dem Vorfall von vorhin, woraufhin sie sich schnell entschuldigte, da sie dachte, die anderen hätten nur gescherzt. Sie schlug dann vor, einkaufen zu gehen und bot mir an, etwas zu kaufen, um mich aufzuheitern, und ich stimmte sofort zu. Am nächsten Morgen gingen wir ins Einkaufszentrum und ich hatte wirklich viel Spaß. Wir tranken Eiskaffee und aßen einen leckeren Pudding. Außerdem schenkte mir Katie eine süße kleine Haarspange und ich kaufte ihr im Gegenzug einen Haufen neuer Klamotten. Wir wollten uns gerade auf den Heimweg machen, als Katie sagte: Hey Feather, ich habe einen Cousin, dessen Turnschuhe auseinanderfallen. Wäre es okay, wenn du mir helfen würdest, ihm ein neues Paar zu besorgen? Natürlich, für meine beste Freundin würde ich alles tun. Meine beste Freundin glücklich zu machen, war das schönste Gefühl der Welt. Ich bin so dankbar, dass ein so liebenswerter Mensch wie sie in mein Leben getreten ist. Aber am nächsten Tag kam ich in die Klasse und sah, wie Katie den Jungen verliebt ansah, der meinen Lutscher gestohlen hatte. Das war also der David, den sie erwähnt hatte. Und an seinen Füßen waren die nagelneuen Turnschuhe, die eigentlich für ihren Cousin sein sollten. Warum trägt er die Schuhe, die ich gekauft habe? Daraufhin zog mich Katie nach draußen und erzählte mir ausgiebig: Feather, beruhige dich. Die Schuhe, die waren zu groß für meinen Cousin, also habe ich sie David gegeben. Ich habe dich nicht angelogen, ich verspreche es. Na gut, bitte lass mich nur nicht mehr sehen, dass er sie trägt. Oh nein, Katie schien sehr traurig zu sein, nachdem sie gehört hatte, was ich gesagt hatte. In diesem Moment kam David auf mich zu. Was ist denn los, Kleinkind? Hast du etwa ein Problem mit meinen neuen Tretern? Ich erstarrte vor Angst. Dann kam zum Glück eine Durchsage über den Lautsprecher. David Peterson, bitte kommen Sie sofort ins Büro des Schulleiters.
Es stellte sich heraus, dass er Ärger bekam, weil er das Auto eines Lehrers besprüht hatte. Wenigstens hatte mir schon jemand geholfen, ihm eine Lektion zu erteilen. Aber das war noch nicht alles. Ein paar meiner Klassenkameraden mussten auch nachsitzen, weil sie gestern beim Mathe-Test geschummelt hatten, während eine andere beim Schwänzen des Unterrichts erwischt wurde. Es war so ein verrückter Morgen. Es war fast so, als würde jemand versuchen, hier den Helden zu spielen. Endlich war Mittagspause. Ich hatte gehofft, dass es am Nachmittag besser laufen würde. Aber... was ist das? Ein Poster von mir? Und darunter steht, Feather, das Kleinkind, ist eine Verräterin. Katie warf schnell einen Blick darauf und sagte, dass man mit dieser Art von Witzen am besten umgehen kann, wenn man einfach mitspielt. Da war ich mir nicht sicher, aber es schien der einzige Weg zu sein. Und so kletterte ich auf einen leeren Stuhl in der Cafeteria und begann laut und deutlich zu sprechen. Kann ich eure Aufmerksamkeit haben? Hallo, ich bin Feather, das Kleinkind, und ich bin stolz darauf. Statt der erhofften Antwort bekam ich nur Essen. Die ganze Cafeteria lachte und warf mit Essen nach mir. Ich hielt mir die Hände auf das Gesicht und versuchte auszuweichen. Aber der Boden wurde durch das ganze fettige Essen rutschig und ich fiel hin. Oh nein, ich hatte einen Kratzer. Ich konnte mich vor Schmerz nur auf den Boden legen. Die Leute blieben schließlich stehen, als sie mich bluten sahen. Alles, was ich vage hören konnte, war eine vertraute Stimme, die meinen Namen rief. Ich wachte im Krankenhaus auf und fand Liam neben mir sitzen. Feather, du bist wach. Spürst du irgendwo Schmerzen? Liam, warum bist du hier? Wo ist Katie? Katie? Du denkst wirklich immer noch an Katie? Sie ist diejenige, die hinter all dem steckt. Sie hat dem Direktor von deinen Klassenkameraden erzählt und allen gesagt, dass du es warst, damit sie dich hassen. Was? Wie war das möglich? Wie sich herausstellte, war der Typ, der immer einen Kapuzenpulli und eine Maske getragen hatte, Liam. Liam hatte schon lange den Verdacht, dass etwas an Katies Verhalten faul war. Nachdem es ihm nicht gelungen war, mich vor ihr zu warnen, beschloss er stattdessen, selbst auf mich aufzupassen. Ich weinte und versuchte, ihn trotz der Schmerzen in meinem Arm zu umarmen. Dann zeigte mir Liam ein schockierendes Video, in dem Katie vor allen Leuten über mich lästert. Oh, ihr wollt wissen, warum Feather meine Bücher getragen hat? Ihre Eltern arbeiten für die Firma meiner Familie. Und sie tut alles, was ich ihr sage, solange ich ihr etwas Geld gebe. Als Liam die Wut und auch die Enttäuschung in meinen Augen sah, beruhigte er mich und sagte, er habe einen Plan, wie er meine sogenannte beste Freundin bloßstellen könne. Als ich ein paar Tage später in die Schule zurückkehrte, stürmte ich direkt zu Katie. Du bist es. Du steckst hinter all dem. Ich weiß alles. Puh, mach dich nicht lächerlich, Feather. Du wurdest erwischt und jetzt versuchst du, mir die Schuld zu geben. Lass das Theater, darauf fällt hier keiner rein. Am Ende des Unterrichts rief Katie plötzlich alle zusammen. Leute, geht rüber in den Hörsaal. Ich habe euch etwas sehr Interessantes zu zeigen. Oh Mann, ich frage mich, was sie noch alles geplant hat. Liam und ich folgten schnell der Menge und fanden Katie auf der Bühne stehend. Oh Feather, ich bin froh, dass du auch hier bist. Es geht ja schließlich um dich. Auf dem Bildschirm lief ein Video von mir, wie ich auf meiner Schaukel sitze, mit meinen Puppen spiele und mir aus der Speisekammer einen Arm voll Süßigkeiten nehme. Seht ihr das alle? Feather ist nur ein Kleinkind im Körper eines Teenagers. Sie ist so komisch. Ich wartete darauf, dass alle anfangen zu lachen. Aber die Menge blieb völlig still. Dann fuhr Katie zögernd fort. Nicht nur das, sie ist auch die Angeberin, die uns verpfiffen hat. Zu ihrer Überraschung fingen die wütenden Zuschauer an, Katie auszubuhen und anzuschreien, dass sie die böse Verräterin sei. Dann drehten sie sich zu mir um. Deine Zimmer sind eigentlich ziemlich cool. Ich wünschte, ich hätte so eine Snackvorratskammer, die ist so toll. Katie klang panisch, als sie weiter über mich lästerte, aber niemand hörte ihr zu. Es stellte sich heraus, dass Liam einen Gruppenchat eingerichtet hatte, in dem er Beweise für Katies Handlungen gepostet hatte, einschließlich des Videos, in dem sie mit David spricht. Und auch Bilder von ihr, wie sie schüchtern aus dem Büro des Schulleiters geht, nachdem sie wohl alle verpfiffen hatte. Und wie sie dieses gemeine Poster über mich aufhängt. Katie, du bist diejenige, die sich selbst blamiert. Jeder weiß, dass du eine Schlange bist. Ich habe dir vertraut und was ich zurückbekomme, sind all diese Lügen und Intrigen. Ich schäme mich so, dass ich dich jemals meine Freundin genannt habe. Als Katie sich die unbeeindruckt reinblickende Menge ansah, erkannte sie, dass ihr Spiel vorbei war und verließ schnell den Schauplatz. Als wir später zu Hause ankamen, sahen wir meine wütend aussehenden Eltern neben Katies Mutter und Vater stehen, die bereits ihre Koffer gepackt hatten, um auszuziehen. Ja, Liam hatte ihnen bereits alles erzählt. Am Ende zwangen Katies Eltern sie, sich bei mir zu entschuldigen. Erst nach viel Überredungskunst ließen meine Eltern sie ihre Jobs behalten. Ich sah Katie nie wieder, aber ich fand einen Haufen neuer Freunde, die ich manchmal zu mir einlade. Die Snackspeisekammer ist ein großer Hit. Jetzt kann ich tragen, was ich will, ohne mir Sorgen zu machen, dass man mich dafür verurteilt. Vor allem aber genieße ich mein Schulleben und das alles dank der Hilfe meines treuen Seelenverwandten Liam.